verstehe mich als Künstlerin, die mit Fotografie arbeitet. Ich werde aber sehr viel darauf angesprochen, ja, was ich jetzt eigentlich mache. Ist es jetzt Kunst oder ist es jetzt Fotografie? Also, es ist, ja, es ist eine spannende Sache. Zu der Fotografie bin ich eigentlich durch eine Installation, die ich gemacht habe im 2009. Ich habe ja eigentlich nicht eine klassische Fotografenausbildung gemacht, sondern ich habe eine Skulpturausbildung gemacht in der Rietveld in Amsterdam und bin dann eigentlich eben durch die Installation in die Fotografie hineingekommen, weil dort ist eben genau auch die Schnittfläche zwischen der Realität und der Illusion. Und das hat mich extrem fasziniert und habe dann eigentlich in der Fotografie genau das gefunden, was ich gesucht habe und das am besten umsetzen konnte. Durch die Kamera kreiere ich eigentlich eine neue, wie mögliche Realität, nehme aber immer auch Bezug zur Realität. Ich habe auch Material von der Realität. Das fasziniert mich eigentlich, dass ich auch in der Fotografie, die Bildsprache der Fotografie brauche. In dem Sinn, wir sehen etwas, ein Bild, und wir bauen das eigentlich unbewusst auch in unser Gedächtnis ein, als Erinnerung, und wir nehmen das als wahr an. Aber es ist nur ein Bild, und mit dem arbeite ich dann auch in meinen Landschaften. Den Nachwuchsförderpreis habe ich im 2013 gewonnen. Für mich war das eine einmalige Erfahrung, weil das ist die Arbeit bewertet wurde und nicht mein Name. Und mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe viele Leute kennengelernt und ich habe dann auch durch das eine Galerie gefunden, also der Christoph Guy. Er hat mich dann in sein Repertoire hineingenommen und repräsentiert mich eigentlich seit 2014. Ja. Der Titel von meiner schwarz-weiß kopierten Landschaft ist «My Travel Through the World on My Copy Machine». Die Landschaften sind fotokopiert. Die Materialien, also Papier, Plastik, Baumwolle, Kaffeesatz, ich lege das auf den Kopierapparat und arrangiere das. Und mache so meine Weltreise mit der Kopiermaschine in meinem Atelier und muss nicht einmal ins Flugzeug steigen. Im 2019 habe ich den HSBC Prize for Photography gewonnen. Und dann haben wir das Buch gemacht mit den Landschaften. Und es hat noch 4 Ausstellungen gegeben. Das war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Sie haben uns alles gezahlt und wir haben ganz viele Leute getroffen, international auch. Die schwarz-weiß Landschaften von «My Travel Through the World on My Copy Machine» habe ich eine Fotografie rausgenommen und habe sie dann wiederverarbeitet als eine Fotoinstallation. 4x6 Meter. Also ich habe einen Selfie-Point kreiert, wo man selber vor der grossen Leinwand eigentlich von einer fiktiven Landschaft ein Selfie machen kann. Und die Frage, ist dann eigentlich, die ich mir gestellt habe, ist, ja, wenn ich ein Selfie mache in einem fiktiven Raum, bestätige ich dann eigentlich den fiktiven Raum als Realität? Also im Moment arbeite ich an einem Projekt, das heisst «Rays of Light». Das heisst, ich nehme einen silberbeschichteten Karton und gehe mit meiner Kamera raus und lege dann den silbrigen Karton zwischen Autos oder auf Grasfelder. Ich büge, ich habe meine Kamera, also ich schiesse eigentlich alles aus der Hand raus. Es ist das Licht beeinflusst meine Umgebung und reflektiert eigentlich dann auch auf den Silberkarton. In dem Moment entstehen Landschaften, je nachdem, wie ich mich bewege oder was denn gerade auch reflektiert wird. Also ein weißes Haus, das gerade sehr stark von der Sonne beschienen wird, wird zu einem Berg, schneebedeckten Berg, oder eine Graslandschaft wird in die Weite gezogen mit den Wolken. Und das ist eigentlich eine Abbildung von einer Wirklichkeit, die in der Realität gar nicht existiert. Und das ist vielleicht in der Malerei schon so, nur das ist eine Fotografie. Und bei einer Malerei weiss man ja, ja, das ist gemalt, das ist nicht echt. Aber die Fotografie ist halt eine Abbildung von Realität.
Und durch das dreht es dann eigentlich auch in eine Illusion rein. Weil es ist ja nicht real. Ich liebe es, wenn ich Arbeiten mache, die mich total überraschen, wo ich nicht weiss, was rauskommt und peng, es ist dort und that's it.